Willkommen zurück bei Scarlet Nexus. Wir sind weiterhin auf unserer ersten Mission. Wir haben mittlerweile die AAS betreten, die Elite-Truppe hier. Und haben einen Kompagnon an unserer Seite. Hanabi mit ihren Feuerfertigkeiten. Das hat schon mal richtig Laune gemacht im letzten Video. Und mittlerweile habe ich auch gefunden, wo es weitergeht. Glaub's zumindest. Mal schauen. Ich glaube, hier geht's hoch. So. Diese ganzen Infoboxen hier mit asiatischen Zeichen drin. Ich würde ja ganz gern, dass das da dann entsprechend auch in einer Sprache steht, die wir lesen können. Mich würde es interessieren, was da zu lesen ist. Ist einer des Japanischen mächtig? Keine Ahnung. Würde mich mal interessieren, was da so steht. Schon scharfer. Okay. Ich glaube, das wird noch alles viel abgefahrener, als wir es uns überhaupt vorstellen können aktuell. Ach, na, guten Tag. Oh. Aua, aua, aua. Aua. Hey, das sind aber fiese Machenschaften hier. Alle weg? Nee. Achtung, Fass. So. Habe ich irgendwas... Da war gerade... sah irgendwie aus, als würde der Gegner was... Alles klar. Als hätte der Gegner irgendwas Spannendes fallen gelassen, hieß es ja. Na, guten Tag. Blümchen gefällig? Halt. Was? Wie kann ich? Machen wir so. Stufenaufstieg, Stufe 3. Können wir uns gleich was gönnen? Das hier sieht aber doch so aus wie Loot. Pass auf. Wir schauen uns mal ganz kurz an, was wir erstens gelootet haben und zweitens natürlich auch, was wir hier dann mit unserer Hirnkarte wieder anstellen können. SAS können wir übrigens hier auch einsehen, momentan wohl nur. Ah, das geht auch dann über verschiedene Stufen, wo wir das dann steigern können, die Fähigkeiten mit ihr. Wie gesagt, wir müssen irgendwie die Beziehung zu ihr, das Verhältnis zu ihr steigern. Wohl mal schauen, wie sich das dann darstellt. So, also hier geht es in die Richtung weiter. Da brauchen wir 2 Punkte hier, 3 Punkte dort. Wir haben 2 Punkte, das heißt, das hier könnte ich mir gönnen. Abklingzeit nach Objektnutzung. Also, dann können wir schneller wieder einen Heiltrank einwerfen. Ich glaube, ich würde jetzt Schaden für Waffenangriffe einfach mal spontan erhöhen. So, haben wir. Und dann müssen wir mal gucken, was wir mit den Punkten machen, die wir da noch kriegen. Objekte, Ausrüstung. Ich würde mal gucken, ob wir irgendwas hier, irgendwas Besonderes haben. Kraft verbessern. Nee, da haben wir nichts dazu bekommen und ich behaupte mal, dass bei ihm hier, also ich Waffe oder sowas, da auch nichts hinzugekommen ist. Kostüme. Auch nichts. Wenn irgendwo was Neues wäre, wäre das ja wahrscheinlich entsprechend markiert. Hier haben wir, muss ich jedes anklicken? Damit diese Is wechseln? Ich mache das gerade mal, damit wir schneller demnächst sehen, wenn wir was Neues bekommen haben, was es war. Ich muss das einmal durchklicken. Das sind diese ganzen Skins, die ich eingangs bekommen habe. So. Die Kampfberichte, was auch immer das ist. Das scheint irgendwelches Herstellmaterial oder dergleichen zu sein. Ich denke mal, wir können später auch noch irgendwelche Waffen verbessern oder irgendwas Besonderes herstellen oder dergleichen. Objekte, Kampfobjekte, Waffen, Plug-in, Kostüm, Materialien. Da steht das. Alles klar. Die haben wahrscheinlich auch noch unterschiedliche Güteklassen. 3 Sterne. 1 Stern, 2 Stern, alles klar. Das werden wir bestimmt noch zu gegebener Zeit dann vom Spiel erklärt bekommen. Aktuell kapiere ich da noch gar nichts. So, wo kamen wir her, wo muss ich hin, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich, warte, wir schauen erstmal da hinten, da liegt noch was. Und dann müssen wir da wahrscheinlich außen rum
like there's a resource nearby. Yep, habe ich. Normalisierungstablette. Na super, jetzt haben wir wirklich was Neues bekommen, was ich noch nicht kenne. Da wollte ich nicht hin. Heilt negative Statuseffekte. Schmeckt nach saurer Pflaume. Na, dann ist ja alles gut. Ein Fläumchen. So, da links geht's rum. Ich muss mal gucken, ob wir da hinkommen, wo dieses Ding brutzelt. Ah, ja. Gönnen wir uns. Geht das hier irgendwie... Dieses Schlauchlevelartige. Ja, ja, gut. Ich werde jetzt nicht fragen, wo es weitergeht, aber... Warte, da kamen wir her. Ah, da geht's noch höher. Da geht die Treppe noch hoch. Warte. So. Scheint ja fast, als wären die ganzen Fights optional regelrecht. Hier können wir speichern. Jawohl. Machen wir wieder. Also wir hätten auch wahrscheinlich direkt die Treppe hochlatschen können, ohne den Kampf vorher zu machen. Oder ist dann gesperrt. Wir werden es rausfinden. So, hier haben wir leichtes Gelee. Also würde ich das brauchen. Hier... Nächster Kampf definitiv. Was ist denn hier mit G? Halte G gedrückt, um deine PK-Anzeige zu leeren und mit Spezialobjekten anzugreifen. Wenn du den Gegner getroffen hast, gib dem Folgeangriff-Befehl auf dem Bildschirm ein, um das Spezialobjekt für weitere Angriffe zu steuern. Der Folgeangriff-Befehl hängt von der Art des Spezialobjektes ab. Ganz kurz schauen. Warte mal, hier nutzt er das. Woran sehe ich dann, was für einen Folgeangriff ich machen muss? Wir werden es sehen, wa? Die. Ahnst es nicht. Okay. This is pretty rare. Ich hätte mir vielleicht das ein oder andere Spezialobjekt beschwitzen. Schwachstellen. Wenn ein Gegner eine Schwachstelle mit einem äußeren Panzer schützt, musst du diesen zuerst entsprechend zerstören. Alles klar, ich visiere dich mal an. Nur so könnte vielleicht sinnvoll sein. Aua. War da nicht gerade ein G? Ja, da ist ein G. D. Ist schon geil. Macht Laune. Also das Kämpfen macht Laune, auch wenn es vielleicht teilweise noch nicht so wirkt, als würde ich hier das alles super präzise einsetzen, aber ey, es macht Laune. Ich hoffe, es macht auch beim Zuschauen Spaß. Also zumindest kann ich sagen, dass es beim Steuern extrem cool ist. Herausfordernd auf der einen Seite schon ein bisschen, aber auch nicht zu sehr, dass man da zu sehr verwirrt ist. Okay, keine weiteren Lootpunkte. Warte, vielleicht hier, das sieht so aus wie einer. Nee, ist aber auch nicht.
Sind wir mal ehrlich, da hätte jeder was erwartet. Hier, da. Hunde. Linse. Hammer. Dann geht's weiter. Immer schön hoch. This place is incredible. Yeah. The city is above and below us. It feels like I'm in a VR from a theme park I went to when I was a kid. It used to serve as the connection base to Togetsu. The city infrastructure was destroyed in another attack about 5 years ago. So, what you see is what remains. Togetsu is the stronghold of the Togetsu faith, right? It's kind of like a cult. Don't say that out loud. Kagero is a believer. He was even a priest at one time. What? That guy is a priest? Hey, you do realize I can hear you, right? Don't forget, our platoon's headsets are all connected. Sorry. No, don't worry about it. My parents were believers, so I just naturally became a priest. I don't care about the teachings at all. Now that Kikuchiba is like this, you hardly ever see people coming to Suo from the church anymore. What's that drone doing? Damn, they found us even though we were jamming them. Crows, Captain. So they sniffed us out. Look alive, everyone. Crows? And the press. Guys, the crows will make a big deal out of this. Let's make it exciting. The city vision projectors must be broken. They're pretty, but kind of scary. Yeah. It's like they're looming up there. Okay. Die Paparazzi sind uns auf den Spuren. So ein bisschen was hat's von Tribute von Panem jetzt, ne? Wenn wir da so mit den Drohnen verfolgt werden und unsere Kämpfe, eventuell auch unser Niedergang, wer weiß, dann schön festgehalten wird für, ja, für reichlich Action. Na super. So. Gibt noch was? War das alles? Gar kein Problem. Ihr und meine Pöppel, ihr werdet mich so langsam hassen, ne? So, da geht's weiter. Da habt ihr das auch alles schön festgehalten, ja? Oben scheint irgendwie wieder was zu passieren. Da ist ein fettes Ausrufezeichen, aber ich glaube, hier haben wir alles. Warte, da hinten auch. Also ich... Ich bekomme tatsächlich so ein bisschen Oldschool-Feeling von Final Fantasy und dergleichen. Klar sind die Kämpfe actionreicher als früher. Aber irgendwie... Irgendwie fühlt sich's gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so Spiele viel zu lange nicht mehr gezockt. Ach, guck, hier wäre sogar so ein Spezialgegenstand gewesen. Das muss man natürlich im Kampfgetümmel auch irgendwie erkennen, dass diese Behälter hier standen. Es ging ja trotzdem gut. Mal die Skills wieder von der Begleitung eingesetzt hier. Bisher sind Spiele dieser Art auf meinem Kanal ein bisschen zu kurz gekommen, muss ich ja sagen, obwohl sie mich eigentlich so schon recht häufig und lang begleitet haben früher. Insofern eigentlich schön, dass wir mal wieder sowas spielen. Mir macht es jedenfalls Laune. Und ich bin... ja, es ist so ein bisschen eine... What does a Togetsu priest do? Oh, are you interested in me? No, not at all. I was just asking. Playing hard to get, I see. All we do is spread the message. Souls return to the moon.
Auch wenn die Geschichten teilweise ein bisschen platt sind, also so diese Zwischencharaktergeschichten, so irgendwie wird alles sofort, sobald ein Mann mit einer Frau redet, auf, oh, ich will eine Beziehung mit dir, ich liebe dich, ich finde dich toll. Es ist halt Anime, es ist halt Asia. Aber die, trotzdem die Ideen, die hier verarbeitet sind und die Hintergründe zu den Charakteren, die sind jetzt schon mal, ich sag mal, halbwegs vielversprechend. Und bisher zumindest sind die Charaktere auch ganz interessant gezeichnet, so was deren Story betrifft halt. Bin gespannt, ob die Geschichte da... Ob die Geschichte da was draus macht. Also ob das auch entsprechend... dann noch... Aua. Eine bestimmte Menge Ölschaden fügt den Status eingeölt zu. Du kannst den sicheren Stand verlieren und kannst Ausweichen nicht mehr einsetzen. Wer im Status eingeölt mit Feuer angegriffen wird, kann leichter verbrannt werden. Aha. Wieso bin ich denn eingeölt? Ich finde das nicht gut. So. Okay, Statuseffekt Öl. Wo habe ich den gesehen? Weiß ich jetzt gar nicht. Also was ich sagen wollte, ist, wenn diese Geschichte jetzt so... Ne? Momentan werden ja die ganzen Charaktere aufgebaut und vorgestellt. Und wenn die Geschichte dann jetzt entsprechend noch so ein bisschen Fahrt aufnimmt und das dann auch umgesetzt wird alles, also quasi verflochten wird, dann glaube ich, könnte das sehr, sehr geil werden. So wie ich früher Final Fantasy VII und dergleichen geliebt habe mit Charakteren mit Tiefgang. Ich glaube, jetzt hat er mich erwischt mit Öl. Gut, haben wir. Jetzt kann ich mir den Loot holen. Oh, da war ein Baum im Weg. I've been using brain talk since I was a kid, but it still makes me uneasy sometimes. Miss Baum. Konnte jetzt A nicht drücken, komischerweise. Telepathy. I can't read other people's thoughts either. Don't worry. Hallo. Oh, voll. Sehr gut. All teams, anything amiss? No, sir. Nagi team has nothing to report. Oh, that's good. You're on my team, though, so you didn't need to check in. What are you doing, Nagi? Was? Bup-bup. 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 Maximal 10 können wir tragen, dann nehmen wir doch direkt einen und den dann entsprechend mit. Sehr gut. Normalerweise mag ich eigentlich bei Rollenspielen eher Welten, die so ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen grüner sind, ne? Ein bisschen mehr in der Natur spielen. Aber irgendwie hat das hier auch was. Irgendwie hat das hier auch was. Wenn du rechtzeitig einem gegnerischen Angriff ausweichst, aktivierst du perfektes Ausweichen. Dies gewährt dir vorübergehende Unverwundbarkeit und verschafft dir einen Vorteil im Kampf. Wenn du bestimmte Fähigkeiten erlernst, kannst du die Psychokinese-Anzeige durch das Ausführen des perfekten Ausweichens oder tödlichen Angriffs regenerieren. Okay. 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 Sorry, I was just curious. It still doesn't make it okay. You'll write up an incident report when we get back to headquarters.
Yes, sir. Na, Nagi reitet sich so ein bisschen in die Scheiße hier mit dem anderen. Aber ist natürlich auch gemein, mit dem Chef der Truppe hier unterwegs sein zu müssen. Na. Bin ich die ganze Zeit schwärmen, ich höre ja schon auf. Loot, loot. Hier können wir wieder speichern. Da ist nochmal Loot. Und nochmal Loot. Was haben wir? Leichtes Gelee. Dann gönnen wir uns das auch nochmal. Nimmst den Rest wieder mit hier. Hallo? So. Nun denn. Haben wir denn am Laden? Mal schauen, ob wir da jetzt was Neues kaufen können. Ob da irgendwie neue Kraftfeld. Kraft verbessern. Gesundheitsschub, Kraftfeld kennen wir noch nicht. Relativ billiges Plugin zur Verteidigungsverbesserung. Boah, brauchen wir jetzt glaube ich nicht. Kampfobjekte haben wir nichts, Waffen haben wir nichts. Das sind die Plugins, haben wir schon gesehen. Okay, wir könnten höchstens verkaufen. Da halte ich mich aber mal noch ein bisschen mit zurück, weil ich noch nicht weiß, wozu diese ganzen Crafting-Objekte oder Materialien, wie es heißt, dann entsprechend später gebraucht werden können. Da habe ich momentan noch Schiss, irgendwas zu verkaufen, was ich dann später bereue. Weil man bestimmt diese ganzen Ein-Sterne-Sachen direkt wegdingeln kann, aber... Naja. Huch! Entschuldigung. Da sind wir hochgekommen. Dann... geht's hier wohl weiter. Wenn da ein Speicherpunkt war und wir haben zweimal Lebenspunkte bekommen, also zweimal Heiltränke. Speicherpunkt plus Loot. Heißt immer Bosskampf, oder? Wir wissen das. Mal schauen. Ist es so oldschool? Ich fände es cool. Ja, definitiv. Machen wir uns nichts vor. Das ist eine Boss-Arena. Ich muss weg. Oh, Yuito's Team ist der erste zu dem Objektiv. Nice going. Yeah. Hey. Do you hear something? Good instincts, Yuito. I'm getting other readings nearby. No. Wait. This is a major other. Captain, Tsugumi, a major other has appeared at the objective. Major others are others that have killed OSF members in the past. Captain! It'll take a few minutes for the rest of the teams to arrive. This may be rough for rookies, but hold out. Es ist nicht immer gut, Erster zu sein. Was ist das denn für ein... Komm, der ist doch süß, der lässt sich bestimmt zähmen. Ach, du ahnst es nicht. Anderer, ich will erstmal so ein bisschen... ne, erstmal so... Oh, aua. Das war gemein. Er schaut mir hier mal an, hier. Aua, lass das. Spezialobjekt. Ich will ihn erstmal so ein bisschen hier. Aua. Ja, pass auf. Alles klar, dann machen wir das mit dem Spezialobjekt mal. Wo ist das Spezialobjekt? Was, irgendwo an der Decke oder so, ne? Ach, hey. Wo sind das Spezialobjekt? Boah, das ist Maria. Okay, pass auf, ich muss mal kurz einen Überblick verschaffen. Ich hoffe, das mit dem Spezialobjekt noch nicht. Das war irgendwie an der Decke stand da, oder? Eieiei. Wir brauchen... wir müssen da oben dieses komische... Wow. Ja, alles gut. Nein, bin nicht okay. Wow. Okay, pass auf. Let me borrow this.
Boah. Oh. Ich dachte, da könnte ich dann irgendwie... Da oben! Da! Alter, finde, okay. Alles gar kein Problem. Warum kann ich das nicht nehmen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Kampf nicht. Ich habe den Hinweis nicht richtig gelesen. Die Frage ist, ja jetzt, wenn er da am Boden liegt. Ja, das ist gar kein Problem. Okay. Jetzt habe ich es. Das ist völlig easy. Das ist völlig easy. Ich heile mich lieber erstmal, wenn der da so am Boden liegt, kurz. Aua. Der muss hier drunter sein. Er muss hier drunter sein, damit wir den Angriff da machen können mit dem G. Genau den. Gar kein Problem. Kommen Sie hierher? Na, macht er seinen Sprung gleich? Jetzt wird er ein bisschen mehr Aggro hier, habe ich das Gefühl. Kurz warten, dass er seinen Sprung macht. Jawoll. Und dann können wir doch das wieder tun. Alles klar. Na, komm, nimm. Aua. Hab's gleich. Ui. Okay, es war schon ein bisschen härter, der Kampf. Did we do it? Diese Mechanismen muss man halt erstmal durchblicken, aber war cool. Are you okay? Oh. All of you, stay back or you'll get hurt. Assignment. Congratulations, Private Sumeragi. Let's hear from him. Thanks. How do you feel? I'm glad we were able to defeat the other. Your first victory on your first deployment. Was it satisfying? I can't answer you very well myself. Please, ask the commander. Subtentrion 7th class, Captain Seto Narukami. How did Private Sumeragi do? Both Yuito and Hanabi fought very well.
The fact that Private Sumeragi was put under your command, Captain, must mean that the top brass thinks highly of you. That's something you'll have to ask my superiors about. We're pulling out. The mission doesn't end until we get to Suo. Keep your eyes open. Understood. Oh, sofort diese Schmeißfliegen. No sign of the crows. Looks like they got their sights on Yuito this year. What do you mean, this year? Every year, the crows latch on to whoever stands out among the rookies. He or she becomes their new star. It's gonna be rough here on out. What? Oh, man. That just means you'll be in the limelight. You may get tons of interview requests. Maybe they'll put him on the PR magazine like Arashi. Could be. They don't know when to quit. Yuito, I know it'll be a pain, but don't answer directly. Just evade any questions. Yeah, I'll do my best. Here they come. He's so unheimlich. Ah, looks like Sugumi found the crows. Okay, we'll keep this short. That's the end of this assignment. From now on, our orders will be sent directly from above. You can't refuse a deployment order. Go to the designated place at the designated time and carry out your mission. You can take on suppression assignments and training at your leisure, but don't slack off too much. Crows. They'll be here soon. We're jamming them, but it's just a matter of time. If you have any further questions, ask Wataru. Okay, back to Suo. Captain, can I be excused here? I want to make a stop. Do you have to do it right now? Wouldn't you like to know? Yeah, fine. Do whatever you want. Love you, Captain. Das ist echt eine Freakshow. Das ist echt eine Freakshow. So, alle aufgestiegen irgendwie. Okay, Moment, lass mal ganz kurz gucken. Haben wir jetzt die ganze Weltkarte, kann nicht geöffnet werden. Soweit, so gut. Haben wir jetzt die ganze Gruppe hier in der Auswahl? Nee. Weil die alle irgendwie eine Stufe aufgestiegen sind. Aber lass mal gucken. Hirnkärtche. Waren die... Wir haben auf jeden Fall 5 Punkte zu vergeben. Die Frage ist, sie ist Stufe 5. Genauso wie wir. Sie kann ich aber nicht leveln. Also wir können, glaube ich, wirklich nur den Hauptcharakter leveln. Und die restlichen Charaktere sind dann entsprechend wahrscheinlich immer auto-gelevelt oder wie auch immer. Ah, leck mich doch! Ich gehe immer in die andere Richtung. Dankeschön. Dankeschön. Das muss ja mal... Wenigstens einer sagt das. Schon eine GED-Verbindung. Was? Wo? Was? Die Gruppengedankenverbindung ist ein sehr bequemes System, das nur AS-Mitglieder nutzen können. Normalerweise ermöglicht sie eine verzögerungsfreie Kommunikation über Distanz, aber die Distanz zwischen euch ist so groß, dass die Kommunikation ganz abbrechen könnte. Also sei vorsichtig. Oh, und noch etwas. Ihr seid zwar lokal verbunden, ich aber über Psynet. Das bedeutet, wenn es ein Problem mit Psynet gibt, werde ich nicht mit dir kommunizieren können. Schick mir auf jeden Fall detaillierte Kampfberichte, damit ich jede mögliche Situation auswerten kann. Aber keine Sorge, ich werde meinen Job machen und dich unterstützen. Okay. Darf ich nicht. Aber werden wir sehen. Diese Kampfberichte sind ja diese... Nech. Gehen wir damit ins Inventar. Diese Kampfberichte sind ja hier da. Diese Objekte, die wir da gefunden haben. Lass mal ganz kurz gucken. Das gab es hier. Gab es da nicht auch Kampfberichte dabei? Genau, hier. Kampfbericht A, C, B, S und so weiter. Da müssen wir mal gucken, ob wir den vielleicht dann auch mal physisch antreffen. Und dem Wataru das dann in die Hand drücken können. Mal schauen. Yep. Völlig korrekt. Was ich aber vor allen Dingen noch viel lieber hätte, wäre ein Speicherpunkt. Ist das automatisch gespeichert jetzt nach dem Kampf gewesen? Das kann natürlich sein, ne? Oh, Seto. The pampered Sumeragi kid. What's with the attitude? Wait, Naomi? Oh, Nagi and Yuito.
Naomi and Kasane! Hi! Good job today. Gyoka, are you training rookies too? Yes, we got a bunch of cuties again this year, so I have to do my best. My guys are doing well. Hey, Kasane, was it? How was training? I think I did as well as I could. Good. Kasane? Wait. What is it, Naomi? Are you all right? Huh? Oh, I'm fine. I just saw you on Himuka TV. You looked way too composed to be a rookie. I was very impressed. Thank you. Kyoka Platoon, everyone except Team Leaders is dismissed. Team Leaders, come with me to headquarters. Same for us. Team Leaders to headquarters. Kasane? Alles sehr schön. What? Have we met somewhere before? We fought an other together. Did you forget? No. Not that. So, you have a sister. You mean Naomi? Did you get hit in the head? You're weird. But your power was pretty good. Good luck. Thanks. Hey, Yuito. So you're friends with the Randall sisters? If that seemed friendly to you, then you're weird as well. Really? I'm heading back to headquarters. Keep chatter to a minimum outside. Crows are after you. I'll go back to headquarters with you. Naomi gave you a compliment. That's nice, Yuito. That was just because she happened to see me do something good. Kasane was pretty harsh, though. I'm still jealous. If I had just gotten there a little earlier. Wir haben, glaube ich, noch eine neue Nachricht. Es ist super schwierig, hier gerade ein Ende zu finden. Ja, also, ich glaube, wir machen die Antworten noch schnell, weil das ist ja manchmal nur temporär verfügbar. Ich darf nicht mal dich unterschätzen, Yuito. Ich kann nicht glauben, dass du mir deinem besten Freund davon nicht erzählt hast. Wovon redest du? Komm mir nicht so. Ich rede von Hanabi. Ich weiß, du hast gesagt, ihr seid Kindheitsfreunde gewesen oder was auch immer. Ich weiß, was los ist. Ihr seid zwei zusammen, nicht wahr? Was geht denn in deinem Gehirn vor? Würde es dir etwas ausmachen, den Schutz zu deaktivieren und mir eine Tour anzubieten? Wir kennen uns schon so lange. Ich glaube, ich habe noch nie daran gedacht. Ich bin mir sicher, dass Hanabi genauso fühlt. Bin ziemlich neugierig zu wissen, wie Hanabi darüber denkt. Wie auch immer, ich schätze, wir belassen es für heute dabei. Okay. Ja, sie hat ja gerade ein wenig erstaunt reagiert, als wir das Lob geerntet haben. Ja, also Flirterei in alle Richtungen, fantastisch. Gibt es irgendwo einen Speicherpunkt? Ich frage für einen Freund. Dann könnte man nämlich hier die Folge beenden. Schau mal da vorne. Jetzt hier rechts abbiegen und dann haben wir einen Speicherpunkt. Das klingt doch nach dem Plan. Warte. Entschuldigung. Ey, sag mal. Sie ist das Rumpel, nicht ich. Warte. Laufe ich richtig? Ja, laufe ich richtig. Also auf zum Headquarter. Und dann haben wir den Speicherpunkt noch auf dem Weg. So. Ich denke, Kagero takes too many liberties. You can't just say you're taking a detour and go straight home by yourself. Kagero is always like that. You're very serious. No, you're the serious one. Okay. Wir speichern und wir sehen uns in der nächsten Folge von Scarlet Nexus wieder, so ihr denn mögt. Das war jetzt eine XXL-Folge. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt noch bis zum nächsten Speicherpunkt, weil an den Stellen kann ich dann auch eine Aufnahmesession enden lassen, ohne dass uns da dann Inhalt verloren geht und ich das irgendwie nochmal zocken muss. Also, hier machen wir Pause. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht's gut. Tschüss.